Gustav Simon prägte wie kaum ein anderer das kollektive Gedächtnis der Luxemburger an den Zweiten Weltkrieg. Dieses Video widmet sich seinem politischen Aufstieg sowohl als Gauleiter des Gaues Koblenz-Trier und ab 1940 als Chef der Zivilverwaltung in Luxemburg. Gustav Simon wird am 2. August 1900 im Saarland geboren. Er ist ausgebildeter Lehrer, findet jedoch keinen Job. Er beginnt daraufhin ein Studium an der Universität Frankfurt am Main, wo er sich radikalisiert. 1925 wird er Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, kurz NSDAP. Sein Engagement für die Partei zeigt sich unter anderem in der Bildung des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes in Frankfurt und einer eigenen NSDAP-Ortsgruppe in seinem Heimatort Hermeskeil. Simon gibt den Lehrerberuf auf und arbeitet ab 1929 hauptamtlich für die Partei. In dieser steigt er sehr schnell auf, unter anderem als Bezirksleiter des Bezirkes Trier-Birkenfeld und später von Koblenz-Trier. In dieser Position hat er erheblichen Einfluss in der Bildung von neuen Ortsgruppen und bei der Massenmobilisierung von Leuten in seinem Bezirk. Simons Ehrgeiz ist grenzenlos. 1931 wird er von Adolf Hitler zum Gauleiter des Gaues Koblenz-Trier-Birkenfeld, später Koblenz-Trier, ernannt. In seinem Gau versucht er die NSDAP zu einer omnipräsenten, schlagfertigen Organisation auszubauen. Die Bevölkerung hetzt er gegen Juden und politische Gegner auf. Daneben gelingt ihm auf lokaler, regionaler, landesmäßiger und nationaler Ebene der politische Durchbruch. Gauleiter Simon richtet sehr früh seinen Blick auf das benachbarte Luxemburg. 1933 gibt er in einer Rede die Absicht der NSDAP zu, erst dann zur Ruhe zu kommen, wenn sowohl Luxemburg als auch andere Gebiete, wie zum Beispiel Elsass-Lothringen, ins Reich annektiert werden würden. Über Tageszeitungen und die Gauzeitschrift der Grenzgau versucht er Einfluss auf das Großherzogtum zu nehmen. Nach dem deutschen Einmarsch in Luxemburg 1940 wird er am 21. Juli 1940 zum dortigen Chef der Zivilverwaltung, kurz CDZ, ernannt. Am Tag seiner Einweihung, am 2. August 1940, wird er Hitler direkt unterstellt, was ihn zum alleinigen Herrscher im Land macht. Seine Mission ist einfach, Luxemburg wieder heim ins Reich zu führen. Unterstützung erhält er dabei unter anderem von der pro-deutschen luxemburgischen Organisation der Volksdeutschen Bewegung, deren Mitgliedschaft zuerst freiwillig und später ab 1941 sowohl für Beamte als auch für Handels- und Gewerbetreibende obligatorisch wird, damit diese weiter ihren Beruf ausüben können. Im Rahmen seiner Germanisierungs- und Nazifizierungspolitik eliminiert er bis Ende 1940 sämtliche demokratischen Institutionen des Landes, so unter anderem der Staatsrat, die Verwaltungskommission, das Parlament und sogar die Parteien. Führungspositionen werden mit deutschen Vertrauenspersonen besetzt, damit er seine Dominanz sowohl in Verwaltung als auch in der Wirtschaft sichert. Der Gebrauch des Französischen und das Tragen entsprechender Symbole, wie zum Beispiel der Baskenmütze, werden verboten. Französisch klingende Namen, wie zum Beispiel von Personen oder Straßen, sollen eingedeutscht werden. Die obere und untere Verwaltungsebene sowie die Justiz werden nach deutschem Muster reorganisiert. Vereinigungen und Verbände werden aufgelöst oder angepasst. Leute, die in den Augen der Nationalsozialisten nicht als Reichdeutsch angesehen werden, sollen ausgewiesen werden. Juden werden zuerst zur Ausreise gezwungen und später ab Oktober 1941 nach Osten in die Ghettos deportiert und umgebracht. Luxemburg soll judenrein werden. Homosexualität wird unter Strafe gestellt. Unter dem Motto, sie bieten nicht die Gewehr, werden unter anderem deutschfeindliche Beamte aus dem Dienst entlassen oder zur Zwangsarbeit nach Deutschland geschickt. Mithilfe der Gestapo werden unter anderem politische Gegner, wie darunter Kommunisten und Widerstandskämpfer, verfolgt und umgebracht. 21 Teilnehmer des Streiks gegen die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Luxemburg im August-September 1942 werden hingerichtet, etliche in KZs verschleppt. Ihre Angehörigen sowie die intellektuelle Elite, deutschfeindlich gesinnte Familien und später auch Angehörige von Fernflüchtigen werden nach Polen und Tschechien umgesiedelt. Ihr Besitz wird beschlagnahmt und an Volksdeutsche, unter anderem aus Kroatien, die in Luxemburg angesiedelt werden sollen, vergeben. Luxemburg wird de facto an das Deutsche Reich angegliedert und geht ab Januar 1941 im Gau-Moselland auf. Die Vorstellung Gustav Simons, über Luxemburg zum Reichsstatthalter seines Gaues zu werden, geht jedoch nicht auf.
Am 31. August 1944 verlässt er fluchtartig das Land, wird jedoch zur Rückkehr gezwungen. Er bleibt bis zum 9. September. Ein Tag später wird Luxemburg von US-Truppen befreit. Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands setzt sich Simon unter falschem Namen ab. Nach seiner Verhaftung in Paderborn begeht er am 18. Dezember 1945 in seiner Zelle Selbstmord, was jedoch bis heute von einigen angezweifelt wird.